Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe von Luther, hier stehe ich, bei dnews24 TV begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Jan-Peter Luther in Berlin, wie sich das gehört, in der Hauptstadt. Herzlich willkommen, Herr Luther. Ich grüße Sie, Herr Müller. Geht es Ihnen gut? Den Umständen entsprechend. Es ist Sommer, es geht aufwärts, die Corona-Bedingungen lockern sich, toi toi toi, auf Holz geklopft. Und es gibt ja auch mal schöne Themen, über die wir reden können. Genau. Wir haben heute mal ein super schönes Thema herausgesucht, nämlich die Belebung der Mitte Berlins, nicht des Bezirkes, sondern tatsächlich der Mitte. Denn in Berlin ist das neue Schloss entstanden. Es darf nicht Stadtschloss heißen, weil das irgendwie politisch inkorrekt wäre. Aber es heißt Humboldt-Forum und die Außenfassade steht. Das Innere ist jetzt auch sozusagen fast fertig. Die ersten Besucher dürfen rein. Wie gefällt Ihnen denn das Humboldt-Forum? Das ist eine schwierige Frage. Erstmal bin ich total begeistert, dass es möglich ist, in Berlin, in der Innenstadt, etwas zu bauen, was der Stadt Berlin ihre eigentliche Mitte zurückgibt. Denn Berlin ist eine der wenigen Städte, das wissen die wenigsten, in die nicht irgendein Schloss gebaut worden ist, sondern die Stadt Berlin ist um dieses Schloss herum eigentlich entstanden. Die gesamten Bezüge der Straßen, der Gebäude rundherum erklären sich nicht ohne den Bezug, das Zentrum, das Schloss. Und wenn Sie von München oder von Hannover oder aus Rostock nach Berlin fahren und auf der Autobahn unterwegs sind, sehen Sie eine Entfernungsanzeige, die sich auf die Berliner Mitte bezieht, genauer gesagt auf den Punkt, wo das Schloss einst stand. Und dieses Ding war eben seit 1950 nicht mehr präsent, damit aus den Köpfen, aus den Herzen der Menschen raus. Und nachdem der Palast der Republik politisch, asbesttechnisch, wie auch immer, nicht mehr war, war natürlich die Debatte am Kochen, was soll denn da hin? Da waren die Ewiggestrigen und die Morgigen und die Mittelmäßigen und die Fähigen und die Dummen und die Klugen und die, Sie wissen, wer da alles beteiligt war. Ich mache es kurz. 2002 hat dann der Bundestag, nachdem die geniale Idee da war, mit was man es füllen kann, was man da bauen wollte, nämlich die außereuropäischen Sammlungen, die eigentlich in Dahlem gelagert waren, in Museen, die natürlich keiner mehr fuhr nach der Wiedervereinigung. Und somit hat der Stiftungsdirektor Preußische Stiftung Preußische Kulturbesitz gesagt, Leute, wir haben bei den Museen da unten einen Sanierungsbedarf von ca. 200 Millionen, waren es D-Mark oder Euro, ich glaube, es waren damals noch D-Mark, wenn wir die sanieren wollen, damit sie attraktiv sind, wir könnten ja, das war der hypothetische Ansatz, dieses Geld sparen und in ein neues Gebäude in der Mitte Berlins stecken und das nennen wir dann Humboldt-Forum und werden die Sammlungen sozusagen dorthin postieren und vergrößern die Museumsinsel vom Bode-Museum, früher Kaiser-Friedrich-Museum, bis hin zum dann neu gebauten Humboldt-Forum und haben dem Louvre und dem British Museum gleich einen Komplex, der seinesgleichen sucht. Und dieser geniale Gedanke war der Zündfunke zu sagen, ja, dann haben wir ja einen Inhalt. Weil einen Kaiser wieder reinzupacken oder wie in Dresden eine Frauenkirche als Kirche wieder zu beleben mit vielen Spendengeldern, die auch bereitwillig gegeben worden sind, war in Berlin schwierig. Jetzt bin ich wieder bei 1,30 drüber schon mit meiner Vorrede. Und deswegen ist am Ende mit dieser Begründung des Inhalts man da rangegangen, wie machen wir denn das Humboldt-Forum? Und dann kam die Ausschreibung architektonisch, wohin wollen wir denn? Und der Kompromiss war im Prinzip ein Kubus, ein Kulturgebäude-Kubus, der mit drei Barockfassaden des ehemaligen Berliner Schlosses versehen wird, um eben diese architektonische Spange für die Stadt wiederherzustellen und einer modernen, traurigen Fassade, die Richtung Osten guckt. Und da hätte wenigstens vielleicht, wenn sie nicht schon modern ist, an den Palast der Republik hätte erinnern können, was sie aber gegenwärtig nicht tut. Lange Rede, kurzer Sinn, lange Bauphase, fast im Preis geblieben und 105 Millionen gesammelte Spenden-Euros plus nochmal 12 Millionen für den figürlichen Schmuck. Das muss man erstmal hinkriegen, die Summe zusammenzusammeln. Es ist wieder da, also das Schloss in der äußeren Form. Innen muss man noch erleben dürfen, wie es ist, aber seit letzten Mittwoch, seit dem 11. Juni, sind nun auch die Innenhöfe, noch nicht die Innenräume, aber die Innenhöfe, der berühmte Schlüterhof, wieder begehbar und damit ein Erlebnis wieder erlebbar, was es seit 1945 so in der Form nicht mehr gab. Und das ist, glaube ich, schon ein toller Schritt, zumal wenn Sie durchs Gebäude gehen, schauen, rundum schauen, die Bezüge zu den anderen Gebäuden, zu den Straßenzügen, zum Brandenburger Tor sehen, das ist so ein gigantisch toller Effekt, den Sie da haben. Das wünsche ich jedem, der nach Berlin kommt, einmal zu verweilen, einmal um dieses Gebäude herumzulaufen, auf sich wirken zu lassen und das Ganze quasi wirklich mal mit ein bisschen Fantasie ausgestattet in die Zukunft zu denken.
Scheint ja ein Thema zu sein, lieber Luther, was Sie richtig packt. Ich kann das verstehen, weil ich finde das Gebäude auch sehr interessant. Als einer, der nach dem Krieg geboren ist, also das Schloss in seiner Urform nicht mehr kannte oder nicht mehr kennt, und auch als Westberliner kannte ich nicht die Ruine und war jetzt auch mit dem Palast der Republik nicht so firm. Aber Sie sprachen von den vielen Spenden, die eingesammelt wurden. Der das organisiert hat, der hat auch organisiert, dass im Vorfeld der Entscheidung des Bundestages ein Gerüst aufgebaut wird mit einer bemalten Fassade, um sozusagen die Blickachse zu zeigen, wenn das Schloss stehen würde, würde unter den Linden so aussehen. Und das fand ich einfach großartig, dass der Blick nicht mehr von unter den Linden, wenn man Richtung Alexanderplatz schaut, irgendwo in die Leere führt, sondern eben aufgefangen wird durch die Schlossfassade. Das gibt der ganzen Straße dann noch so einen Fixpunkt. Und ja, also ich würde mir wünschen, dass das eben auch einer der Entscheidungsgründe war für die Bundestagsabgeordneten, dann zu sagen, okay, dann bauen wir das Ding. Ja, dieser moderne Teil nach Osten ausgerichtet, den muss man schon mögen. Das ist diese Berliner typische Schießschadenarchitektur, die man in allen modernen Gebäuden findet. Man muss wissen, historisch gesehen war der Osten, also der Ostteil des Schlosses, ja der älteste Teil. Das Schloss ist nach Westen gewachsen, wenn ich nicht irre. Und da gab es auch den sogenannten Apothekerturm. So sieht es aus. Apothekerflügel, so hätte es Apothekerflügel. ausgesehen. Ich muss mich outen. Ich habe meine Abschlussarbeit zum Thema Schloss geschrieben in der Kommunikationswissenschaft und habe das Thema die Stadtschlossdebatte im Spiegel der Massenmedien und danach gewählt und habe danach auch noch den Sprecherposten der Stadtschloss Berlin-Initiative inne gehabt, sodass quasi diese Idee, die war mit quasi zwei Kuppeln, also die ursprüngliche Kuppel plus eine zweite Kuppel, die übrigens spiegelbildlich am Dom ja auch sind. Die Kuppeln Richtung Brandenburger Tor sind die größeren und die Richtung Altstadt die kleineren, um sich adaptiv der Altstadt zu nähern. Für den zweiten Aufbau wäre dann diese zweite Kuppel gewählt worden. Aber der Apothekerflügel hier vorne, übrigens Apotheken hat man damals nach Vorschlössern gebaut, weil da die Alchemisten versucht haben, Gold zu machen und das ging meistens in die Hose oder wurde explosiv. Und wenn so ein Flügel weg brach nach einer Explosion, dann war das nicht so wild, hat man ihn wieder aufgebaut. Dieser Renaissanceflügel wurde übrigens dann auch gekappt, weil man hier die Brücke über die Spree gebaut hatte. Hier war die Lustgartenseite und der Lustgarten war ja, wie der Name schon sagt, eher der Lustgarten für die dort einwohnenden Bewohner des Schlosses. Aber ich komme ins Schwärmen. Sie haben aber genau einen Knackpunkt erwähnt. Das war der, dass Wilhelm von Bodin mit dieser, die Sie sogar noch in Erinnerung haben, 1993, diese Simulation, diese Fassadensimulation. Die hat genau diese Wirkung gehabt, dass bis dahin alle sagten, Palast bleibt, der hat, ist bezahlt, der funktioniert, was soll da Neues hin? Gegenüber stand das DDR-Außenministerium, auch so ein hässlicher Block, wo jetzt die Bauakademie wieder hinkommt und der Schinkelplatz sich befindet und die alte Stadtkommandantur wieder steht. Dann hat man gesagt, okay, wir müssen nichts Neues haben. Mit dieser Simulation sind Menschen im Sommer 93 langflaniert, waren erstaunt und dann fing der Wandel in den Köpfen an. Das sieht ja ganz schlecht aus, das ist hochinteressant. Und die Frau von Richard von Weizsäcker hat es auf den Punkt gebracht, hatte mir mal Wilhelm von Bodin erzählt. Die sagte zu ihm, Herr von Bodin, Sie sind ja ein richtiger Filou, wissen Sie das? Er fragte, wieso, Frau von Weizsäcker, wieso soll ich denn ein Filou sein? Na, Sie stellen uns da etwas hin, in das wir uns verlieben und vergucken und das toll finden, dass es da ist und dann wollen Sie es uns wieder wegnehmen. Das ist doch nur für ein Filou etwas Geeignetes. Ich weiß schon, was Sie damit bezwecken, aber das ist doch ein Unding, das kann doch nicht wieder weg. Da war ihm klar, er hatte gewonnen. Und das war der Sinneswandel tatsächlich, der dann auch das Umdenken, auch das öffentliche Denken darüber veränderte und damit die kritische Masse der Befürworter des Nichtwiederaufbau des Schlosses. Das Schloss hat ja keine Funktion, weil es ja keinen Monarchen gibt, der da drin wohnt. In Potsdam hat man das übrigens ziemlich genial gelöst. Der Souverän damals, der König, hatte in Potsdam ein Schloss. Der Souverän heute ist das Volk und damit ist das Parlament, die Volksvertretung quasi jetzt der Kern dieses Schlossrahmengebäudes, was Potsdam auch sehr gut steht. Obwohl es auch nur eine Fassade ist. Aber auch da würde ich den Gegnern entgegnen, die sagen, eine Fassade, das ist ja nur eine Kopie, ist ja Disneyland. Ich meine, jede Aufführung eines Musikstückes von Mozart, Beethoven ist eine Wiederaufführung, ist eine Wiedergabe etwas,
von etwas, was aufgeschrieben worden ist vor ein paar hundert Jahren. Eine architektonische Idee wieder auszuführen. Übrigens, die Steine, die da oben stehen, die waren auch nicht mehr die alten, weil bereits im 19. Jahrhundert hat man die verbitterten Sandsteinfiguren runtergeholt, hat Fassaden ausgebessert. Das hat also Wilhelm II. Schon längst erledigt, dass man da quasi eine neue Fassade vorgehängt hat. Aber diese Diskussion würde ich nicht für rechtens halten, weil da so viel Berlin-Geschichte, so viel Kunstgeschichte, das war der bedeutendste Profanbau des Barock in Norddeutschland, den es gab. Dass das jetzt in der äußeren Form wieder da ist und quasi die Stadt prägt und auch die Traufhöhe wiederum, die für Berlin prägend war, wo ja alle Gebäude sich nachrichten mussten, dieses Element ist wieder da. Und das finde ich hochinteressant, sehr spannend und wie gesagt sehr empfehlenswert. Und ich bin hochgradig neugierig, und da kommt jetzt eigentlich der Knackpunkt unseres Gesprächs, auf den Inhalt dieses Gebäudes. Denn da geht es ja um Beutekunst, um Wiedergabe, Rückgabe, um rechtmäßig angeeignetes Kulturgut. Da kommen wir in eine Beutekunst-Rückgabedebatte international, die, glaube ich, jetzt gerade erst anfängt, spannend zu werden. Aber der widmen wir uns in einer anderen Sendung. Lassen Sie mich noch ganz kurz zur Erläuterung für die sagen, die es nicht wissen. Das Schloss in Potsdam, von dem Sie gesprochen haben, war das Stadtschloss. Also es ist nicht Sanssouci oder das Neue Palais im Park von Sanssouci, sondern es war eben das Stadtschloss in Potsdam, das im April, glaube ich, 45 durch den Bombenangriff auf Potsdam zerstört wurde und jetzt wieder aufgebaut wurde. Auch übrigens mit vielen privaten Spenden, wie vieles in Potsdam. Aber ich kann nur jedem... Ich möchte den Spender kurz erwähnen, Hasso Plattner. Genau. Ich und Günther Jauch. Günter Jauch hat das Fortuna-Portal hingesteckt, auch genialer Schachzug übrigens, wie man da eine Stimmung wandelt. Kleines Beispiel, wenn wir jetzt gerade die Fassade von Bodin hatten. Ein leerer Platz mit einem nicht mehr vorhandenen Theater vor der Nikolaikirche in Potsdam. Das macht Jauch, nimmt eine Werbeeinnahme von 6 Millionen D-Mark, die er bekommen hatte für eine Werbung für die Betonindustrie und sagt, diese 6 Millionen gebe ich euch, baut das Fortuna-Portal wieder auf. Das hat man originalgetreu gemacht. Dann stand da ein Tor ins Nichts und dieses Tor ins Nichts für nur 6 Millionen D-Mark da. War genau die Frage, ja, wohin führt denn das Tor? Und was war da denn noch Schöneres dahinter, wenn das Tor schon so schön ist, mit der sich drehenden die im Wind sozusagen ihre Gunst, kongenialer Schachzug, der am Neuen See in Potsdam, als Potsdamer mittlerweile sich fühlt und dort wohnt. Also so kann man Menschen begeistern. Man muss sie halt mit einem Stimulus kitzeln und sagen, Leute, wenn ihr mehr wollt davon, dann gebt selber. Und das hat die Spendenbereitschaft sowohl in Brandenburg als auch in Berlin wahrscheinlich so stimuliert, dass das rausgekommen ist, was in Dresden ja schon mit der Wiederherstellung der Frauenkirche 2005 funktioniert hat. Das finde ich ziemlich genial. Da habe ich noch Vertrauen in die Menschheit, wenn ich das erleben darf. Herr Luther, bevor die Internetleitung zusammenbricht und unser Gespräch ein unschönes Ende findet, will ich aber trotzdem Ihre Euphorie noch mal ein bisschen bremsen. Sie sprachen vom Palast der Republik und ich spreche vom Internationalen Kongresszentrum. Der Palast der Republik, Sie sagten es vorhin, ist wegen Asbest abgerissen worden. Ich weiß offen gestanden nicht, ob Asbest der Grund war oder ob man sich dieses Symbols der DDR entledigen wollte oder warum auch immer das Gebäude abgerissen wurde. Es ist nun mal weg und da mögen Nostalgiker der DDR-Zeit damit hadern, aber ist jetzt zwar so. Das Internationale Kongresszentrum in West-Berlin am Messegelände ist zur gleichen Zeit entstanden wie der Palast der Republik, hat 750 Millionen D-Mark damals gekostet, war eines der größten Kongresszentren der Welt, eines der modernsten Kongresszentren der Welt und der Senat der Stadt, in der sie leben, hat das Ding verfallen lassen. Angeblich gibt es da auch Asbest und angeblich ist das ICC nicht mehr zeitgemäß. Aber es ist eben seit, glaube ich, 10 Jahren da kein Groschen mehr investiert worden oder kein Eurocent mehr investiert worden. Zum Schluss diente es als Flüchtlingsheim. Für Flüchtlinge war es also gut genug, trotz Asbest. Und jetzt hat der Senat beschlossen, wir stecken da kein Geld mehr rein. Ist uns wurscht, was mit dem Gebäude passiert. Wenn es einstürzt, stürzt es ein und wenn es nicht einstürzt, dann bleibt es eben da stehen. Also Berlin geht ja mit seiner Baugeschichte nicht immer sehr pfleglich um. Das ist eine Erkenntnis, die uns seit mindestens 10, 20 Jahren intensiv begleitet, die auch davor schon durchaus aktuell war. Die Thematik ist tatsächlich nicht wirklich vergleichbar, weil Asbest im Palast war wirklich da. Ich kenne die letzte Parlamentspräsidentin, die den Beschluss fassen musste, alle raus, rette sich wer kann.
Und dieser Spritzasbest, der zum Schutz der Stahlträger da verbracht worden ist, der war wirklich überall in den Lüftungsanlagen drin. Und da gab es eigentlich auch keine andere Entscheidungsmöglichkeit. Man wollte ja sanieren. Sanieren heißt aber rückbauen bis aufs Skelett. Und als das Skelett dann da war, fragte man sich ja, und nun, was machen wir jetzt daraus? Nun ist ja eh alles weg. Da können wir den Rest auch mit wegräumen. Und dann kam der politische Nachhammer, der dann sagte, wenn er schon weg muss, dann soll er weg. Mit entsprechender Debatte. Aber wenn Sie zu mir kommen, irgendwann mal nach Berlin, ich habe tatsächlich bei den letzten Optionen mir das Geschirr des Palastes mit den kleinen Initialen PDR gesichert. Und Sie können bei mir gerne wie im Palast der Republik speisen. So ein bisschen Nostalgie in diese Richtung habe ich tatsächlich auch, dass man das, was mal war, irgendwie noch ein bisschen in Erinnerung halten sollte, um sich daran zu erinnern, dass es das wirklich gab. Na, dann freue ich mich auf die Einladung bei Ihnen zu Hause auf eine Soljanka, Herr Luther, oder wie immer das heißt. Wäre passend, genau. Oder ein Bräuler. Auch den könnte man herzaubern, würde auch auf den Tellern gut drapiert, gut passen. Hat übrigens einen Goldrand, war der einzige Ort, wo es so richtig schönes Goldrandgeschirr gab. Da hat man mit nichts gespart. Ja, also es war nicht alles schlecht an der DDR. Puh, ein schwieriger Satz, der nicht von mir kommen darf. Ich bin was Sie. Ich danke Ihnen jedenfalls erstmal für heute. Das Thema Beutekunst greifen wir später nochmal auf. Und schicken Sie einfach mal Bilder, wenn Sie im Schlüterhof waren oder in einer Passage waren. Ich freue mich schon, wenn ich wieder nach Berlin darf und auch mal schauen kann, wie das Ganze von innen aussieht. Ich freue mich drauf. Ich mache gerne Führung mit Ihnen, versprochen. Prima, Herr Luther. Also, vielen Dank, bis bald. Alles Gute, danke.